Ach so, okay. Ich weiß es einfach nicht, okay? Ich weiß es einfach nicht, ja? Ah, hi Thomas. Geht gerade in den Chat. Geil, ihr blickt es nicht. Hallo Thomas. Naja, ein Kind ist er ja eigentlich nicht mehr. Er ist schon 14. Er ist schon ein halber Mann, ja? Nein, er ist schon ein ganzer Mann. Ist dein, guckt dein Vater zu, oder was? Ja, nein. Nein. Wenn er 17 ist, könntest du ihn zum Mann machen. 19. Er ist 19. Adolf Hitler! Das ja, ist hart. Ich habe ein Real Life und ich habe Real Life Freunde. Oh mein Gott, wie sind die? Ich habe kein Real Life. Ich sitze 25 Stunden am Tag in der Bude und zock. Ah, verdammtes Telefon, ich hasse es. Wartet mal, Leute. Aber du bist wunderschön, was soll der? Hans Sabay und Balotelli drawn together. Wir müssen dann jetzt anfangen. Das heißt, typisches Schnick-Schnack-Schnuck-Turnier am Anfang. Und wer gewinnt, der fängt halt an. Hätte ich auch gesagt. Mhm. Wollen wir? Mhm. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Schnick-Schnack-Schnuck. Papier! Papier. Schere. Verdammt. Verdammt, Mist. Da muss ich wohl mal wieder anfangen. Wie konnte das nur passieren? Unberechenbar. Ja. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich bin nicht da. Du bist da, Junge. Nein, du hast da. Aber doch nicht, ich bin nicht da, meine ich. Und dein erstes Thema ist Baum. Du musst da, warum sagst du nicht 30 Sekunden für? Dein Wort für die nächsten 30 Sekunden ist Baum. Ich kann rechnen. Ah, nee, ich habe kein Real. Ich kann nicht rechnen. Nein, vergiss es. Ich habe gerade schon gedrückt. Du hast deine Vibration ausgemacht. Nein, hast du doch nicht. Shit. Ja, auf jeden Fall sind die 30 Sekunden rum. Nee, das geht. Nein, das geht echt nicht. Geht einfach nicht. Ja, ich muss eigentlich weg, deswegen habe ich mich gerade auf den Mute-Kurs. Oh Mann, dann haben wir jetzt wohl einen Speed-Talk zu zweit gleich. Wir können nochmal von vorne anfangen. Wir können nochmal von vorne. Warum von vorne anfangen? Du weißt schon, dass das ein Livestream ist, ne? Ja. Von vorne anfangen. Oder in meiner Sprache Assi, Eric. Ist bei dir irgendwie jeder Assi? Assi Henrik ist nicht zufällig da in der Nähe gerade, oder? Nein, der ist gerade offline. Ja, halt mal dein Maul. Halt einfach deine Presse. Sagt der, so, der sich die ganze Zeit mutet. Ohne Spaß. Warte, okay. Jungs, wir hören nichts Privatgesprächen zu. Oh. Hat er sich gemutet, meine Güte. Ist das eine Wurst, ey. So ein Lappen. Ohne Spaß. So, jetzt sollte es eigentlich aufhören. Okay, Adrian, Adrian, Pupsi daran. Frontale, virale, oral, anale. Was nochmal? Frontale, virale, oral, anale, Popo-Action. Okay, zu dem Thema fällt mir nur ein. Ja, das hast mit Sicherheit du und Lukas erfunden. Jetzt oh, Eric ist da. Kurz schweigen, Adrian redet. Ja, das hast du und Lukas erfunden, also Dreamer halt so, der in der letzten Folge mit dabei war. Und das ist deine Lieblingsbeschäftigung, wenn dir langweilig ist. Und Tobi macht es auch ganz gerne. Und mehr fällt mir dazu nicht ein. Gut, fertig. Hallo Erik. Moin. Du wurdest Ständer jetzt... Erik, genau, ich nenne dich Ständer Erik, so. du wurdest gerade in einen Livestream gezogen, also du bist jetzt gerade vor 10.000 Milliarden 500 Leuten. Sag hallo. Stell dich vor, Mann! Ja, ich bin Erik, lebe in deinem Ost. Jetzt weiß wieder keiner, wo der Ost ist. Sankt Erik-Sonntag. Sag doch einfach Bremen. In Niedersachsen, Mann, ey. Ja, der ist doch mit Bremen fast. Nein. Hallo, ich spiele gerade. Ich habe gerade einen Freund hier, Alter. Ja, ach so, das ist ja noch geiler. Dann sind wir jetzt. Nils ist hier. Nils ist hier. Sag mal, hol mal Nils ans Mikro und sag ihm mal, er soll Hallo sagen. Hi. Hi. Servus. Rektal. Nein, warte, ich lese nochmal vor. Frontale, virale, oral, anale, Puppe Action. Was ist viral? Ja, viral. Das kann ich schon unter viral vorstellen. Ich kann mir Aral vorstellen. Angststörer. Oh, das habe ich vergessen. Mann, Tobi, du hast mir nicht vorher gesagt. Ja, bin jetzt ich nochmal dran oder nicht? Ja. Nein, du bist niemals dran. Okay, was nehmen wir denn als Thema? Moment, ich muss mich mal kurz umgucken. Was haben wir denn hier? Warte, ich muss mal eben ganz kurz den Staubsauger rausziehen. Oh. Hätte ich jetzt mal gesagt. So. Oh. Also ich würde dann mal hier, was könnte man wunderbar als Thema nehmen? extra große Batterien für den Tobi für die nächsten 30 Sekunden.
extra große Batterien benutzt man, um Sachen wie zum Beispiel LED-Lampen zu betreiben mit einer Batterie. Ja, ich weiß ja nicht, was man hier vorhat. Ich bin nicht gemütlich, ich bin einfach nur kacken. Okay. Ich bin Bruce Danels. Ich bin Bruce und Willis von hinten. Bruce Willis von hinten. Und Bruce will es von hinten. Ja, wer den verstanden hat, ist entweder richtig cool oder einfach nur schwul. Wer ist denn da? Oder beides. Nee, eher das dritte. Also ja, ich bin jetzt dran. Also 30 Sekunden für Klobrillendefibrillator. Der Klobrillendefibrillator. Und nein, ich habe ihn nicht erfunden. Ich wollte gerade sagen, den hat er mit Sicherheit selbst erfunden. Dann hat ihn diesmal Nick erfunden. Ja, kann man benutzen. Also haben die im Krankenhaus immer, wenn da so einer Herzversagen hat, dann wird er so auf die Klobrille gehockt und damit und dann lebt er wieder. Und ich kann euch auch genau sagen, warum es eine Klobrille ist, weil manchmal muss man dann da sofort aufs Klo gehen danach, also so von dem Elektroschock, und deswegen wurde das erfunden. Gute Erfindung von Nick, wir sind dir alle dankbar für diese sehr nützliche Erfindung. Ich weiß, danke Adrian, ich weiß es. Abonniert mich. Abonnieren. Abonnieren. Außerdem hat Lukas gerade. Also, ich fang an, weil ich. What the fuck, wie unfair war das jetzt? Ich trinke gerade und der sagt abonnieren. Was? So, immer bin ich dran? Nein. Na, hallo, du musstest dir ein Thema ausdenken, dann habe ich die Brücke geschlagen und. Ach so, okay, dann, ja, okay. Dann geht das Thema. Also, wen habe ich als letztes genommen? Adrian, ne? Ja. Okay, dann, Nein, Tobi. Hab ich nicht genommen. Analingonianischer außerirdischer Strich. Also. Ja, den hatten wir beim ersten Speedtalk im Chat. Und zwar der Henrik. Nicht der Asi-Henrik, sondern unser Henrik. Was ein Analingus ist, könnt ihr im Best-of des zweiten Speedtalks hören. Ja, und... Oh, fuck. Ja, und der Henrik, ja, da können wir jetzt... Mir ist jetzt scheißegal, ob die 30 Sekunden irgendwann vorbei sind oder nicht. Der Henrik, ne? Das ist so ein kleines Würstchen, ne? Erstens ist er eins und zweitens hat er einen. Das ist so krank, was der Typ macht. Der ist heute 16 Uhr zum Public Viewing, damit er gute Plätze kriegt. 4,5 Stunden vor Spielbeginn. Wer diese Logik versteht, der muss Gott sein. Ja, ich will auch Gott sein. Und verstehst du es, dann erklär's. Okay, also, der kriegt eh keinen Platz vorne, weil da schon welche kampieren, 2 Tage davor. Fuck, bei euch kann man echt nichts trinken, das ist ja saumäßig unfair. Nö, was, du kannst mein Sperma oder spucken. Ohne Spaß, wenn schon so. Ja, da weiß Adrian wieder nicht, wie es geht. Können wir dir jetzt auch noch erklären. Das ist zu kompliziert für dich, Kleiner. Aber jetzt, du kannst doch nicht mal vollen Namen sagen, du Arschloch. Oh, okay, Tobias Affen, Gorilla Arsch. Also jetzt... Nein, nein, nein. Außer auf Henrik, aber ansonsten... Jetzt, Henrik ist auch mich geil, also, ne? Ich kann da ja nicht dafür. Kommt doch selber raus. Ich bin ja nur ein Gejagter. Es gehören immer zwei dazu. Nick, du bist jetzt dran. Also. Oh, ich muss aufs Klo. Ja, dann nehm das Thema danach mit aufs Klo. Also, okay. Du hast 30 Sekunden für Operationstisch. Operationstisch. Also, Operationstisch hat zum ersten Mal im Leben der gute alte Adrian hier erfunden, ne? Also, das, da benutzt er immer den Defibrillator, also den Toilettendefibrillator, den Defibrillator. Entschuldigung, tut mir sehr leid. Ja, also da benutze den normal, da. Ja, da, also sein Tisch ist nun mal Klobrille. Und Klobrille hat er nun mal falsch verstanden. Der hat sich dann einfach eine Brille genommen, sie auf dem Klo gesetzt und das hat er dann für erfolgreich gehalten und ziemlich schlau gehalten, aber das war es nun mal nicht. Und das checkt er bis heute nicht. Und deswegen möchte ich dir erstmal sagen, das ist. Der hat sich eine Brille übers Klo gelegt, so eine Brücke von Brillen. Dann versucht er immer Ziel zu scheißen. Ja, genau. Adrian, das ist einfach eine dumme Idee. Und warum verkaufst du die mir nicht? Oh Mann. Ja, Adrian, ihr seid gestört. Ihr seid echt gestört, Leute. Müsste nicht jemand hier reinschreiben? Hab ich doch. Ja? Ja. Hat aber nicht vibriert. Ja. Doch, irgendwie schon. So, ja, dann hab ich mein... Wie könnt ihr denn mich und, oder wie können wir generell uns gegenseitig als Erfinder dieser Sachen bezeichnen? Hallo, wir dissen uns selber. Weil ich total geil bin.
Okay, Nick, seine Eltern wollten ihn bei seiner Geburt auch dissen, aber trotzdem. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Ja, das muss man anders mal erzählen. Hust, Analingus, hust. Ja, also das war so. Was passiert eigentlich, wenn man einen Analingus macht und die Frau eiskalt einzieht? Es muss ja nicht unbedingt eine Frau sein. Ja, ja. Generell, der Gegenüber. Manche stehen drauf, manche nicht. Oh, scheiße. Ich würde sagen, Feuerzeug drüber halten, warten. Miau! Guck mal, eine Sternschnuppe. Nein, hör auf! Ja, Adrian, dein Thema für die nächsten 30 Sekunden. Nein. Adrian, du hast jetzt 3 Sekunden für tropisches Feuchtgebiet. Tropisches Feuchtgebiet. Ja, ein tropisches Feuchtgebiet ist sehr wichtig für die Welt, weil ohne die tropischen Feuchtgebiete könnte keiner mehr überleben, weil ohne tropische Feuchtgebiete würde das CO2 aus der Luft nicht mehr gefüllt werden. Fuck. Oh Mann. Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, wie gesagt. Ja. Tobi lebt auch in einem tropischen Feuchtgebiet. Ich hab's davon. Ja, genau. Tobi, du bist so und auf den Geist. Wieso kriegst du keinen Nobelpreis? Ne? Wer hat's erfunden? Nicht die Schweizer, der Tobi. Ich wette, der Tobi hat auch den Nobelpreis erfunden und auch Gott. Gott ist keine Erfindung, Gott ist scheiße, den gibt's gar nicht. Ich weiß, ich mache mich jetzt bei vielen unbeliebt, ich bin kein Gläubiger. Hat da Pech! Mann. Ich bin auch kein. So, tropisches Feuchtgebiet streichen. Adolf Hitler! Adolf Hitler! Adolf Hitler! War das jetzt. Oh, war das jetzt nötig? Nee. Und ja doch. Was? Nein, warte doch nicht. Wir sind halt wieder auf dem Rassismuszug. Schon wie immer halt. Ich erinnere daran, Smoking Devil. Alter, habe ich Blähungen, ey. Oh Mann. Im tropischen Feuchtgebiet. Dumm. Also, Nick. Nick. Dumm. So, Nick! Klappe! Schnauze! Halt, stopp! Schlagzeugsolo! So, Nick! Scheiße, jetzt habe ich mein Thema vergessen. Moment. Genau, Nick! Nick, dein Thema für die nächsten 30 Sekunden ist Gesichtsgrätsche! Gesichtsgrätsche. Ja, Tobi, zeig mal dein Maul. Also Gesichtsgrätsche, das hat ja wiederum der Lukas erfunden. Das war sein erster. Also, ich habe ja analogonischer, außerirdischer Gesichtsgrätsche. Nudelsuppe, frontal, virale, anal, oral, anale, Popo-Action habe ich auch schon. Ich denke mal kurz was auf, ne? Ich höre was flüstern. Mein Gott, ist das ein Nick! Adrian, wir müssen den heiligen Balotelli beten. Adrian, BTW, wie findest du das Headset, was ich gerade benutze? Nice! Findest du? Ja! Ist das Beste, was ich jemals hatte? Ja! Dann hab ich dich aber richtig verarscht, weil das ist das Turtle Beat. Bam! Echt? Ja. Es ist trotzdem nice. Cool. Ich weiß, was ich da noch mache. Ich mache eine Livestream-Speedart Balotelli. Komm. Wir gehen weg. Okay. Ganz unauffällig. Sie werden schon nicht bemerken. Gut. Haben die es mitgekriegt? Schrei mal ins Mikro. Schrei mal. Das war der Orgasmus. Das hat sich gut angehört. Das hat sich gut angehört. Der hat mein Balotelli geklaut. Schrei ins Mikro. Schrei. Schrei, du Sau. Ich sauf hier noch ab in meinem, in meinem eigenen Cola. Ist cool, Mann. Ja, ohne Spaß. Das blickt keiner außer Tobi und mir eigentlich. Also, ja, Tobi und ich, wir haben das erfunden. Wir haben den Balotelli-Kult erschaffen. Also, das war eigentlich so, ich glaube, 26. Minute. Italien gegen, was war es im ersten Spiel? Spanien. Nein, Italien gegen Kroatien war es, glaube ich, im ersten Spiel. Irgend sowas. Und, wir sind so Balotelli beim Einwurf.
Und dann sagt Adrian so, der hat Dreck auf dem Kopf. Und dann sage ich so, der braucht Franz Swiffer. Dann ja, sind wir drauf gekommen, der hat Swiffer auf dem Kopf und Balotelli ist schwarz. Was alleine schon, ne? Also der und Hans Starfight drawn together. Die müssen sich noch so eine schwule grüne Mütze aufsetzen. Dann werden sie auch diese eine Schwule aus Drawn Together. Aber ja, gut, okay. Okay. Xander, er heißt Xander. Xander, ja. Ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen. Ling, Ling. Gut, Adel. Name, 30 Sekunden für. Okay, mach. Für wen? Ja, du musst das entscheiden. Keine Freiheit hier, ne? Du bist von zu Hause nicht gewöhnt. Er ist immer im Schrank eingesperrt. Also, hier frisst. Im Koffer eingesperrt zu sein als Nick. Ja, ich hab mir gerade nicht zugehört, aber ich bin 100%. Ja, okay, du liebst auch Koffer von innen. Sag mal, ich kann doch nicht alles erfinden. Dass ich Gott bin, das weiß ich. Deswegen müsst ihr mir nicht solche sinnlosen, zweitligistischen Griffe unterbringen. Save the walls. Save the walls. Save Tobi. Du bekommst Hallo. Das Thema. Du bekommst für die nächsten 30 Sekunden das Thema Kackstift. Kackstift, ja, Kackstift. Wer kennt das nicht von uns? Ein Kackstift. Ja, Kackstift muss kräftig drücken, immer kräftig am Ball bleiben. Ein Kackstift, der bringt immer Farbe ins Spiel. Ja, also das ist natürlich ein Kackstift. Das ist ein absolutes Muss für jeden Henrik-Fan. Kackstift, der sitzt immer so ein bisschen locker in der Hose und dann, wenn du so ein bisschen, ne, ein bisschen Frust hast und so ein bisschen denkst, ah, oh, jetzt reicht's mir, genau dann sagt der Kackstift, so, my time is now, setz dich in den Helm auf und dann, bäm, klatscht er drauf. Du. Du hast jetzt 30 Sekunden für Blasorchester. Und nein, ich hab's nicht erfunden. Also das Blasorchester, das hat natürlich niemand erfunden, das hat sich selber erfunden. Und das ist so mal spontan entstanden während einem Stehgebläse. Da haben sich welche gedacht, ach komm, wir erfinden uns mal selber hier. Wer ist dran? Ich bin dran. Hallo Adel. Lebst du noch? Nee. Nein, ich wurde schon. Der hat vor 6 Minuten hat er geschrieben, bin kurz mal was trinken. Thema für dich. Wieso nimmst du nur immer mich dran? Ich bin doch nicht braun. Ich bin auch braun. Ach so, Adel nimmt mich dran, dann ist es natürlich ein Versuch. Hallo Adel! Hallo. Braune Asylbewerber. Ja, wer? Ja, braune Asylbewerber. Ja, ich oder was? Ja, Nick. Also ich? Ja. Also braune Asylbewerber, das sind natürlich hier, das bin ich, das hat der Tobi. Nein, hör auf! Das macht mir Angst! Nick, ist Balotelli bei dir? Ja. Gib ihn wieder her! Er pfeift aus den letzten Löchern. Gib ihn wieder her! Battlefield ist geil und kein Container-Shooter, pass auf, was du sagst, das fick ich dich so. Ja, danke. Denn Arsch, das ist mal auch nett, da sitzt ihn ganz. Sonst nudelt er dich, aber ganz derbe. Die Maps sind zu groß, aber egal, lass mal gleich wieder zocken, Tobi. Also, du bekommst 30 Sekunden für Kinderüberraschungsenttäuschung. Kinderüberraschungsenttäuschung. Ja. Kinderüberraschungsenttäuschung, das war ja Idria bei seiner Geburt. Und, Adolf Hitler! Nick! Nick! Adolf Hitler! Ja? Als Carsten Stahl diese Pokerrunde da auch auseinandergemischt hat. Ist das dein Geld? Dein Geld! Größte L. Virtuell habe ich auch in Real Life, Adrian. Ja, PS Home. Was denkst du denn? Ich krieg PlayStation Home 5 mal einen Tag mit meinem Hund. Um die Abonnenten.
Du musst nicht so sauer sein, er will doch nur essen gehen. Das ist doch ganz normal. Pizza hier, ein Burger dort, am Morgen so ein Cheeseburger und am Abend kriegst du noch einen Döner, ey. Dann schlaf gut. Okay, ja, doch, würde ich sagen. Jungens, ne? Ja, okay. Erstmal jetzt, jeder bekommt ein Schlusswort. Also, mein Schlusswort, das erste, weil ich der Coolste bin. Abonniert mich, favorisiert mich, liebt mich und KKG. Ja, das ist rechtlich geschützt von Lukas. Das werde ich Lukas erzählen. Es kommt eh ins Best-of. Hallo, Best-of. Und ja, gut, in dem Sinne darf ich mich von euch verabschieden, Jungs. Let it rock. Bescheid auf meinem Kanal vorbeischauen und ich würde sagen, jetzt darf der Nächste. Ja, okay. Wer hat so gesagt, dass du Kinder, der Nächste bist? Ja, ich bin der Nächste, weil ich auch älter als ihr bin, so Kleinkind. So, liebe Kinder. 11 Jahre. Was? Was? Du bist 38 Jahre? Nein, du bist 11 Jahre. Nee, ich bin 37, nein, ich bin 18. Du bist mein Zuhälter, weißt du es nicht mehr? Oh, jetzt Eklo. Ja, du schuldest mir noch 30 Euro vom letzten Mal, ne? Ich weiß, so. Aber... Was hier alles schwer. Ans Licht kommt. Adrian sagt, so, wir würden scheiße labern, ja. So, ja. Auf Wiedersehen, liebe Kinder. Und es war ganz hübsch. Adrians Spruch. Bis zum nächsten Mal, Kinder. Bis zum nächsten Mal. Das war alles super mit euch. Das kannst du gleich bringen, wenn Nick auf Wiedersehen gesagt. Schaltet alle nächstes Mal ein. Party und so. Und naja, auf Wiedersehen. Also, ich bin dran. Ja, also ihr abonniert mich und favorisiert mich und dann liebt ihr mich noch und das dann und liebt ihr noch den Lukas X. Nein, dann liebt ihr noch den X Dreamer, der ist ganz schön Quarke, dann liebt ihr noch den Adel, aber Tobi, deabonnisiert ihr jetzt alle und dann ist alles gut. Jo. Und so. BTE. So, ja, das Schöne ist, dass ich den Livestream stoppen kann, deswegen kann ich sowieso nochmal das Schlusswort haben. Und damit nichts Besseres einfällt, bis zum nächsten Mal, ihr Spasten. Nein, Spaß. Bis zum nächsten Mal, Kinder. Das bis zum nächsten Mal, ihr Spasten, das danach, das Spaß, das schneide ich raus. Adrian, fang mal weiter an, hier mir zu schicken. Ihr dreckigen Koksraucher. Also dann, servus. Adolf Hitler!